Ahoi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Cray und heute gebe ich dir 5 Gründe, warum du lieber ein JPEG fotografieren solltest. Im letzten Video ging es um RAW und heute geht es einzig und allein um das wunderschöne JPEG-Format. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Video. Zuallererst sollten wir erstmal klären, was JPEG eigentlich ist, wobei ich jetzt nicht glaube, dass irgendjemand da draußen nicht weiß, wovon wir hier reden. Das in die Jahre gekommene Bildformat wurde 1992 von der Joint Photographics Experts Group erfunden bzw. entwickelt. Dabei hatte die Gruppe nur ein einfaches Ziel, und zwar die großen Bilder so klein wie möglich zu komprimieren, damit man sie besser über das Internet verschicken kann. Und damals war das Internet noch so langsam, da haben Netflix und Co. die DVDs noch per Post versendet. Auf so eine absurde Idee würde heute keiner mehr kommen. Krass, oder? Kommen wir jetzt aber lieber zum ersten Grund, warum du lieber in JPEG fotografieren solltest. Unsere Kameras sind mittlerweile so intelligent und so verdammt schnell, dass sie allein schon beim Fotografieren und Abspeichern das Bild für dich perfekt optimieren. Die Kamera minimiert das Bildrauschen, erhöht die Kontraste, verbessert die Schärfe und spuckt dir am Ende ein fertiges Bild aus, ohne dass du noch irgendwas machen musst. Da kannst du sagen, was du willst, ich finde es einfach nur genial. Aber selbst wenn du damit mal nicht zufrieden bist, kannst du in der Kamera anhand von Farbprofilen einstellen, wie das Bild letztendlich aussehen soll. Selbst Schwarz-Weiß-Aufnahmen oder ein Farbprofil mit mehr Dynamik sind möglich. Das bringt uns jetzt gleich zum zweiten Punkt. Die Fotos sind jetzt fertig und bereit, um in die weite Welt befördert zu werden. Instagram, Facebook und Co. nehmen diese JPEG-Dateien gerne entgegen und ermöglichen dir eine schnelle Verbreitung über das Internet, ohne dass du dir die Bilder nochmal anschauen musst. Aber selbst wenn du dir die Bilder nochmal am Rechner oder an deinem Mac anschauen willst, gibt es da keine Probleme. Windows oder Mac legen dir da keine Steine im Weg. JPEG wird immer erkannt. Doch bei RAW sieht das Ganze nicht so rosig aus. Erst extra Programme zeigen dir, was sich hinter den Dateinamen versteckt. Und hier geht ein nettes Shoutout an Lightroom und an Adobe Bridge raus, denn diese Programme brauchst du dafür. Kleine Randinformation, Windows 10 hat das bis vor kurzem noch selber erkannt, doch Microsoft supportet das Ganze nicht mehr und deswegen kann man neuere Kameras einfach nicht mehr anzeigen lassen im Explorer. JPEG-Dateien sind groß in ihrer Anwenderfreundlichkeit, aber auch klein in ihrem Speicherbedarf. Wie wir jetzt wissen, sind JPEG-Bilder deutlich kleiner als RAW-Dateien und ermöglichen dir manchmal in Sportaufnahmen oder in Actionaufnahmen eine höhere Serienbildaufnahme. Entscheidest du dich beim Fotografieren für JPEG statt für RAW, kannst du, wenn du Glück hast, noch richtig viel Geschwindigkeit rausholen und in manchen Fällen kannst du sogar unendlich lange Serienbilder aufnehmen. Denn bei RAW-Aufnahmen ist meistens schon nach 5, 7 oder 10 Aufnahmen Schluss. Doch die Serienbildaufnahme ist nicht der einzige Vorteil von einer kleinen Datei. Hantiert ihr mit JPEG-Bilder und wollt sie am Rechner nachbearbeiten, könnt ihr im Vergleich zur RAW-Entwicklung einen spürbaren Geschwindigkeitsvorteil ausmachen. Die RAW-Entwicklung fordert einen sehr, sehr starken Rechner und meist ist selbst der stärkste Rechner für Lightroom nicht gut genug. Bei JPEG hat man diese Probleme nicht, da kann man sie am Smartphone bearbeiten, am Laptop, am Tablet und ihr werdet keine Probleme haben. Der letzte Punkt ist gleichzeitig ein Vor-, aber auch ein Nachteil. Wovon viele abraten, aber es durchaus möglich ist, ist die Nachbearbeitung. Sicherlich hat man mit JPEG-Aufnahmen einen sehr geringen Spielraum, aber mit gekonnten Handgriffen in Lightroom oder mit ein paar Filtern in Instagram kann man noch wunderschöne Aufnahmen erzielen. Natürlich nur so lange, bis man es nicht übertreibt. Man kann den Weißabgleich jetzt nicht komplett abändern oder ein zu helles Bild komplett abdunkeln, das geht leider nicht. Da hat man wirklich schon Grenzen, aber mit dezenten Handgriffen kann man noch einiges rausholen. Und das waren meine 5 besten Gründe, warum du in JPEG fotografierst. Solltest. Und wenn du dich für die RAW-Fotografie interessierst, wenn du mehr aus den Bildern herausholen willst, dann schau einfach mal mein letztes Video an. Da erkläre ich dir, warum du in RAW fotografieren solltest. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn es nützlich war für dich, dann lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreib mir gerne in die Kommentare, was für dich am nützlichsten ist. Vielleicht hast du noch andere Ideen, warum JPEG für dich nützlich ist. Und wir, meine Freunde, sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.